15:30 Zeit für Guild Wars 2. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Freitag. Also morgen. Ja, genau. Zuletzt war ich im Kessex-Hügel unterwegs. Der ist etwas unter meinem Level. Deswegen werde ich den jetzt mal auslassen. Spätestens, wenn ich anfange, hier Achievement Hunter zu werden und die ganzen Sachen hier noch machen muss. Auch für die Fähigkeitspunkte. Muss ich da nochmal hin. Dann mache ich das später. Und wir müssen jetzt dahin. Ich glaube, da muss ich nach Löwenfels. Ah ne, Götterfels war das, ja genau. Wir können mal ein bisschen gucken. Gehen wir da hin. Auf und davon. Hui. Wenn ich groß bin, will ich ein Held sein. Oh. Wenn ihr am Schießstand vorbeikommt, seid ihr zu wach. Ihr habt einen Schießstand neben meiner Schenke. Götterfels ist ziemlich groß. Und ziemlich schick, muss ich sagen. Aber egal, da müssen wir nicht hin. Die Geschichte etwas weiter vorantreiben. Und da in dem Gebiet, wo ich dann mit... Ne, Moment. Doch, da, wo ich dann mit der Story-Quest hinkomme, weil dann mal so für 28 bis 30 ist, da kann ich dann endlich mal wieder leveln. Um 13.20 Uhr kommt Yomax Klaue. Ach, das sind diese Riesendrachen. Okay. Die er mir gerade erklärt hat. Du, du, du. Ach, hier ist das Menschengebiet, wa? Menschen. Da ist noch so ein Ding. Die Felder hinter Shaymor sind Kryters Brotkorb. Seit dem Zentaurenangriff versuchen die Bewohner ihr Leben wieder aufzubauen, doch. Ach so, ja, das sehe ich doch alles schon. Quatsch mich nicht voll. Aua. Guten Morgen, ey. Wir haben 10 vor 12. Bei Mutti gäbe ich jetzt Mittagessen. Wie laufe ich denn da? Dann laufen wir da lang. Alles klar. Wo ist mein Bär? Da. Kommt der angehoppelt. Was hatte ich eigentlich noch für Tiere hier für das Land? Ich meine, die Spinne ist ja für PvP. Zumindest benutze ich die da ganz gerne. Weil die verlangsamt und so ein Quatsch. Ah, ich glaube, in naher Zukunft werde ich mich mal wieder um ein paar Tiere kümmern müssen. Siamut-Junges. Hierher! Ein ultra hübsches Tier. Oh mein Gott. Ja, dann nehme ich lieber den Brummbrumm wieder. Oh, guck mal an. Was ist das denn hier? Zack. Leben ist Entdeckung. Hilft den Seraphen in der Festung. Tötet Zentauren, zerstört die Belagerungswaffen, hilft den Gefallenen, sammelt fallengelassene Eingänge auf. Okay. Da oben ist ein Aussichtspunkt. Na, der kann ja nicht allzu schwer zu kriegen sein. Okay, da oben ist wahrscheinlich der Aussichtspunkt. Nein, da ist der Aussichtspunkt. Haha. Was geht denn jetzt? Ah, da kommen die Zentauren an. Nein, nicht der Flusslindwurm. Auch die Zentauren sind schon tot. Stirb! Am Arsch wirst du weiterleben. Auf was für ein Level bin ich denn hier gestuft worden? Ach, auf Stufe 7. Oh mein Gott.
Komm, mach mal mehr Damage, Junge. Aha, das war die dritte von 19 Torunwellen. Na, hier müssen die doch durch, wa? Ah, hier sind schon andere Spieler, die mithelfen. Dann machen wir doch hier mal so eine schöne Flammenfalle hin. Dann nehme ich... Lol, wie unverwundbar. Am Arsch! Ey, irgendwer schießt auf mich. Der da. Oh. Außer Reichweite. Oh, ich habe einen Huf gefunden. Hammer geil. Ah, hier sind wir schon eine Menge Jungs unterwegs. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich wieder warten, bis die... Oh oh, das sieht nicht gut aus. Aber wir haben die Wellen besiegt. Also die Zentauren-Wellen. Oh, fett. Gold. Was sind jetzt diese Vorratsbeutel? Oh, oh, oh. Da. Butter. Winzige Klaue. Butter. Winziges Totem. Juhu! Ach, mein Inventar ist schon wieder so mega voll. Werd mich fett. Ey, hier ist so ein Katapult. Stimmt, die musste man auch kaputt machen. Was ist das denn da? Ach, das ist der Fertigkeitspunkt. Guck mal an. Das ist sogar eine Herausforderung. Okay. Oh, das war's schon. War doch keine Herausforderung. Aber fett. Dann gab ich den einfach mal so. Gebe ich dir keine Belagerungssachen mehr? Oh, was ist das denn da alles? Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ne, Kupfer brauche ich nicht mehr. Kupfer brauche ich nicht mehr. Ja, wobei, ja, für meine Twinks wahrscheinlich schon, aber... Na, egal. Wie hier alles niedergemäht wird, ich will aber töten. Was ist das denn da? Ein Dreckhaufen, Hammerfett. Sein Besitzer muss gegen die Zentauren gefallen sein. Ach so, das muss ich dem Typen da jetzt bringen. Okay. Da ist ein Tummy-Krieger. Schieß drauf. Nein. Lol, wieso hab ich den... Ach so, ich habe jetzt das Schwert als Waffe genommen. Schlag des rostigen Schrottes auf jeden Fall. Wäre natürlich witzig, wenn ich damit nur einen töten könnte. Attacke! Komm. Ist das Schwert jetzt kaputt gegangen, oder was? Hammer. Das ist so ein Tamini-Krieger. Und tot. Einer noch. Einer noch. Da. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht hier rumquesten, aber jetzt mache ich trotzdem. Geblockt, ja genau, am Arsch. Quest beendet. Boah, viel Erfahrung ist aber echt anders. Vielleicht müsste ich mal wieder WVW machen.
Habe ich den Punkt da schon? Ja. Da muss ich, glaube ich, gar nicht hin, wa? Nee. Darum muss ich hin. Zum Forst der Königin. Andere Richtung. Okay. Dann kann ich ja eigentlich wieder mein schneller Rennen anmachen. Zack. Ah ja, ihr könnt ja euch mal kämpfen. Da ist ein Bär. Was? Ach, hier ist ein Speer. Guck mal an. Dieser Ort liefert einen Großteil der Materialien für Götterfels und auch Beetletun. Die Arbeiter sind vielen Bedrohungen ausgesetzt. Wenn ihnen oder ihrem Auskommen etwas zustoßen würde, könnte das die gesamte Region betreffen. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen, um sicherzustellen, dass... Ey, wieso greift er mich denn an? Der war eifersüchtig auf Brummbrumm, glaube ich. Was haben wir hier? Kräuter. Knoblauch, Hammerfett. Ey, Bockkingkupfer, aber wobei... Ach, wenn es schon mal hier ist, dann... Dann nehmen wir das auch mit, komm. Das ist reines Können und ein bisschen Glück. Ja, genau. So sieht es aus. Geht das Kupfer nämlich auch direkt wieder an die... Bank. Holt das gestohlene Werkzeug aus dem Skrit-Unterschlupf zurück. Ach nee. Was will Candy? Ah nee, wie hieß die? Ach, Cardi. Tötet Skrit und Wespen. Hier ist eine Holzplanke. Auf das Sammeln habe ich ja meist nicht so Bock. Lieber töten. Da ist eine Wespe. Ja, scheiß drauf. Ich töte die Wespe. Zack. Jetzt zur Hölle ist spezifisch. Kenn ich nicht. Holzplanken. Ein Wespennest, Hammerfett. Zerstörend. Ohne Spinne. Ein Giftbeutel. Naja, Standard-Loot halt. Muss ich die Spinne überhaupt töten? Moment mal, tötet Skrit und Wespen. Nö. Aber fett. Ach, lass mich doch in Ruhe. Aua! Hier, vergifte dich selber. Diese Fähigkeit lädt auf. Oh Quatsch. Ja, ja. Ich bin übrigens alleine unterwegs. Johnny ist wieder arbeiten und Dennis... Keine Ahnung, was der gerade macht. Was brauchen wir denn jetzt noch? Noch mehr Wespen. Ach, vielleicht sammle ich doch mal den Quatsch hier ein. Das dauert ja sonst ewig. Worauf klappt der denn rum? Auf dem Holz. ein Krüterzepter. Bestimmt wieder irgendein Quatsch, den ich nicht gebrauchen kann. Ja, kann ich nicht verwenden. Herzlichen Glückwunsch. Da ist noch Wespennest. Flink und sicher.
Mächtige Fackel. Ach so. Nee, das war nicht Fackel, das war Axt und Horn, was ich mal ausprobieren wollte, wa? Da muss ich natürlich irgendwo ein Horn herkriegen. Stufe 6. Ja, sicher. So ein Quatsch. Ah, das ist eine Fackel. Stufe 6. So ein Quatsch. Oh, hier ist wieder so ein Wespennest. Hier wäre jetzt die Hälfte. Vielleicht bringen ja diese Holzplanken noch ein bisschen mehr. Davon kann ich jetzt immer nur eine tragen. Na, super. Super. Wo ist Kali denn da? Schön, euch zu treffen. Oh, das gibt ja sehr viel. Was macht Ellen hier? Niemals! Oh, damit helfe ich auch gleichzeitig der Eulen da. Das ist gut. Oh, jetzt habe ich den Hirsch angetötet. Angetötet habe ich den, genau. Ach, was macht der Brummum denn da? Komm wieder her. Der will das sprengen. Ach, das ist eine Bombe, die der in der Hand hat. Der gute Slim. Hallo, ihr da. Naja, beim Bauch des Grant. Einen Teil des Flautenlochs zum Einschuss bringen, um die Skrit von weiteren Angriffen auf die Sägemühle abzuhalten. Aha. Ah, finde ich gut. Von wegen fragwürdig, ist doch Quatsch. Wir haben Kali geholfen. Das heißt, wir dürften jetzt hier und da. Sehr gut. Na, dann eskortieren wir den Typen mit seiner Bombe noch. Und dann geht es aber wirklich zur nächsten Quest. Balthasar schenke euch Kraft. Balthasar! Hä? Balthasar ist doch so ein. Die Decke sieht dünn aus. Wie lang ist die Lunte? Wie schnell könnt ihr rennen? Los, los, los! Der Laden fliegt uns gleich um die Ohren. What the fuck? Muss ich jetzt wirklich hier rausrennen? Bewegung! Ich wollte nicht mehr hier sein, wenn das Ding runterkommt. Oh. Oh, fett. Gold. Wie wollt ihr euch da rausführen? Habt ihr ihre Sprit-Gesichter gesehen? Ich glaube, die mögen uns nicht. Ja, sehr gut. Ah, dann habe ich doch die Quest hier gemacht. Ey, da ist noch eine Fertigkeitsherausforderung. Ah, nein, ich bin nicht leicht abzulenken. Vielleicht gerade Tag? Ja. Ne, Moment. Ist doch Nacht, oder? Oder Tag? Ne, es ist Tag. Es ist Tag. Ach, hau ab. Nervling. So, wo ist das Ding jetzt hier? Da oben? Wie zur Hölle soll ich denn da hinkommen? Muss ich jetzt wieder hüpfen? Ah, ne. Hä? Ups. Das war der falsche.